Ja, herzlich willkommen zu den CATV News aus dem Mai. Deutschland, Lockerung des Cannabisverbots in Baden-Württemberg. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung lehnt die von den Grünen und CDU in Baden-Württemberg geplante Lockerung beim Besitz von Cannabis ab. Die Landesstelle für Suchtfragen dagegen begrüßt die Pläne. In den Koalitionsverhandlungen hatten sich Grüne und CDU darauf geeinigt, dass künftig der Besitz geringer Mengen bis zu 10 Gramm als Eigenbedarf gewertet werden soll und nicht strafrechtlich verfolgt werden muss. Bislang lag die Grenze bei 6 Gramm. Dieser Kompromiss sei eine bittere Pille, sagte Daniela Ludwig der dpa. Von der geplanten Erhöhung des Eigenbedarfs auf 10 Gramm halte ich gar nichts, so die CSU-Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Mit 10 Gramm könne man sich schon 20 bis 30 Joints drehen. Das hat mit Eigenbedarf herzlich wenig zu tun. Die meisten Bundesländer ziehen die Grenze bei 6 Gramm. Diesen Wert schlägt Ludwig auch als bundeseinheitliche Maximalgrenze vor. Das schafft Klarheit für alle und lässt keinen Platz für weiteres Durcheinander. Sie warnte die Bundesländer, sich durch erhöhte Mengen des Eigenbedarfs aus der Verantwortung für Gesundheit der Gesellschaft und für deren Schutz vor Drogenkriminalität zurückzuziehen. Nun ja, Frankfurt. Überall in der Altstadt wächst und gedeiht Cannabis. Cannabis wächst derzeit an vielen Stellen, vor allem aber in der Höchster Altstadt. Etwa auch in der jüngst aufgestellten Pflanzenkübel am Ettinghausenplatz. Ausgesät wurden sie allerdings nicht von der Stadtgärtner AG, die auch die Pflanzenkübel aufgestellt hatte. Die Hanfsamen verteilte jemand großzügig in der Altstadt eines Stadtteils von Frankfurt am Main, der seinen Namen aber nicht nennt und das Ganze unter dem Namen Hanfdampf in allen Gassen als Kunstaktion deklariert. Die Aktion ist ein Protest dagegen, dass die Stadt immer noch ignoriert, dass in den Altstadtgassen fleißig gedealt wird. Österreich. Ja, die Polizei in Österreich rüstet gegen Drogenlenker auf. Landesrat Günther Steinkellner von der FPÖ nimmt gemeinsam mit der Polizei verstärkt den Kampf gegen Drogenlenker auf. Es sei fahrlässig und für die Mitmenschen lebensgefährlich, von Drogen berauscht oder alkoholisiert am Straßenverkehr unterwegs zu sein, so Steinkellner. Daher dürfte es auch für Drogenlenker kein Pardon geben. Immerhin sei allein heuer schon 572 Drogenlenkern von der Polizei erwischt worden. Im gesamten Vorjahr waren es 1200, weil man von einer höheren Dunkelziffer ausgehen muss, sind das Land und die Polizei entschlossen, ähnlich wie beim Alkohol, ein engmaschiges Kontrollnetz zu spannen. Bisher sind 12 Testgeräte in Oberösterreich im Einsatz, bald sollen es doppelt so viele sein. Jeder Bezirk und jede Autobahnpolizeiinspektion werde möglichst rasch mit einem Gerät ausgestattet, kündigte Steinkellner an. Ja, wir sind gespannt, ob endlich auch unterschieden wird, wenn ein Fahrer beispielsweise rauschfreies legales CBD in Österreich zu sich genommen hat. Dazu müsste es auch endlich eine vernünftige Nanogrammgrenze geben, die es Konsumenten erlaubt, Tagen nach dem Konsum wieder fahren zu dürfen. Vor allem aber sollte es eine Regelung für Cannabispatienten geben, damit diese nicht weiter unnötig kontrolliert und schikaniert werden müssen. Ja, und dann gibt es noch eine Meldung aus Österreich, und zwar Gras in Graz. Ja, wer sich in diesen Tagen im Grazer Stadtpark oder in der Nähe des Univiertels aufhält, könnte sich bald als Besitzer eines kleinen Päckchens Cannabis wiederfinden. Es sind nicht etwa Dealer, die die Schutzzonen im und um den Stadtpark missachten. Nein, hinter der Aktion stecken die Grünen und alternative Studentin, kurz Gras, der Uni Graz. Sie verteilten legales CBD-Cannabis als Wahlgeschenke für die kommenden Wahlen. In Wien-Hernals gibt es auch noch eine Meldung. Die Polizei fand ein paar Cannabispflanzen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottagring kontrollierten am 16. Mai gegen 9.30 Uhr einen 59-Jährigen in der Katstorigasse in Wien-Hernals, als sie starken Geruch nach Cannabis aus dessen Wohnung wahrnehmen konnten. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie rund 670 Stück Cannabispflanzen aufgefunden und anschließend sichergestellt haben. Der Tatverdächtige befindet sich in einer Justizanstalt. Kenia. Rastafari-Gruppe versucht es über den spirituellen Zugang.
Sie argumentieren, dass Anhänger und Gläubige des Rastafari-Glaubens Cannabis durch Rauchen, Trinken, Baden oder Räuchern für spirituelle, medizinische, kulinarische und zeremonielle Zwecke als Sakrament verwenden, um ihren Glauben zu bekunden. In ihrer Petition argumentieren sie auch, dass Rastafari unpolitisch seien und daher keine politische Macht hätten. Sie sagen, dass sie wegen ihres Cannabiskonsums Vorurteilen wie Einschüchterung und Hausdurchsuchung ausgesetzt sind. Sie wollen auch, dass das Gericht die Verhaftung oder strafrechtliche Verfolgung von Mitgliedern aussetzt, die Cannabis für ihre spirituelle und private Entwicklung konsumieren. Cannabis gilt in Kenia als Betäubungsmittel und sei Anbau, Besitz und Konsum sind nach dem Strafgesetzbuch strafbar. Die Verurteilten können mit 10 bis 20 Jahren Gefängnis bestraft werden. Kanada. Soldatin mag gerne Cupcakes. Ja, eine Soldatin der kanadischen Armee sieht sich mit mehr als ein Dutzend Anklagen konfrontiert, nachdem sie ihre ahnungslosen Artillerieeinheit während einer Live-Feuerübung angeblich mit Cannabis versetzte Cupcakes serviert hatte. Gerichtsdokumente behaupten einen plötzlichen Ausbruch von Paranoia, Müdigkeit und Verwirrung in der Truppe, die Cupcakes aßen, ohne sich ihres psychoaktiven Inhalts bewusst zu sein. Mehrere betroffene Mitglieder waren angeblich nicht in der Lage, sichere Waffen- und Explosionsstoffübungen richtig durchzuführen, heißt es in der Zusammenfassung der Anklagepunkte eines Militärgerichts. Das Kriegsgericht soll im August in New Brunswick beginnen. Bei einem Schuldspruch drohen der Soldatin Coxwell bis zu 2 Jahren Gefängnis oder eine etwas geringere Strafe. Ja, und hier noch eine Mitteilung in unserem eigenen Interesse. Seit kurzem ist es endlich soweit. YouTube bietet uns die Möglichkeit, ein paar Einnahmen zu generieren. Das freut uns sehr. Wenn ihr unseren Kanal und die damit verbundene Arbeit unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine Unterstützung als Mitglied freuen. Geht einfach auf unseren Kanal, klickt oben Mitglied werden und unterstützt uns. Danke dafür. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund.